Genau in die Richtung wollte ich heute mit dir gehen, so ein bisschen, weil du ja gern selbst das rausfindest und ein bisschen experimentierst, ne? Auf dem Griffbrett und zu Musik mitspielst, habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben ja jetzt unseren Einstieg in die Improvisation mit der Pentatonik, mit den fünf Lagen schon gefunden und du machst da deine Übungen und weißt jetzt, wie das ungefähr geht und hast zum Glück auch festgestellt, dass viel von der Musik, die du hörst, genau dort stattfindet, vor allem in der ersten Position, die du da gelernt hast. Und jetzt dachte ich mir, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg. Man könnte jetzt so weitermachen und noch andere Tonleitern so lernen und Übungen, aber wir machen das jetzt mal anders. Und zwar, anstatt den Hals, wie sagt man, was ist das so, vertikal zu erschließen, dass wir den jetzt horizontal, der Länge nach, erschließen. Es gibt einen berühmten Gitarrenlehrer, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch lebt, es könnte sogar sein, bin ich mir nicht sicher, oder ist er vor ein paar Jahren gestorben? Mick Goodrick heißt der. Das war der Gitarrenlehrer von Pat Metheny und Mike Stern und der hat ein berühmtes Gitarrenbuch, das nennt sich The Advancing Guitarist. Und das hat jeder Gitarrist und keiner hat geübt, was da drin steht, weil das ist wirklich, das hat er auf der Schreibmaschine getippt und das sind so dichte Informationen. Quasi, da ist so ein Beispiel, das und das gibt es an Umkehrungen, Akkorde. Jetzt lernen alle Umkehrungen auf dem ganzen Griffbrett. Das ist so ein Satz. Und dann stehst du da, okay, dann fange ich an oder was? Ne? So ungefähr in der Art ist das. Aber ganz viele tolle Übungen und Ideen, halt vor allem in Richtung Jazz dann auch oder das ganze Griffbrett zu erschließen. Und ganz am Anfang von dem Buch ist aber eine Idee, die ist ganz spannend. Und zwar sagt er, eigentlich sollte man das Instrument so lernen, wie es entstanden ist in der Reihenfolge. Und zwar, eigentlich gab es zuerst eine Saite. Und dann hat man hoch und runter gespielt, um die Melodien zu machen. Weil das ist am Anfang viel logischer, die Abstände zu erschließen, die Intervalle auf Fachdeutsch sozusagen, ja. Wie weit ist so ein Ton entfernt? Das ist ja dann auch die Strecke, stimmt ja dann auch, wie weit du deine Hand bewegen musst, wo du hin und her gehen musst, ne? Und das ist, sagt, so fängt jedes Kind an, sich so ein Instrument zu erschließen. Und so ist es ja auch eigentlich gewachsen. Die anderen Saiten, die kamen ja erst nach und nach dazu und dass man dann so mit Fingersätzen gespielt hat. Und das ist super spannend. Das habe ich eine ganze Zeit lang probiert und auch schon mit verschiedenen Schülern mit sehr gutem Erfolg. Und da dachte ich jetzt, da wo wir jetzt sind, ist das bestimmt für dich ein guter Ansatz, da dann auch selber weiterzumachen. Das Erste, was du jetzt mal bitte probierst, wir nehmen mal die B-Saite, also die zweithöchste Saite sozusagen, ne? Und such dir da mal, wenn du das kannst, die Töne der C-Dur-Tonleiter zusammen. Also, dass du dir suchst am Anfang, wo ist hier ein C, wo ist ein D, wo ist ein E, dass wir so ein bisschen den Sound erstmal zusammensuchen. Natürlich darfst du letztendlich, du darfst jeden Ton nehmen, den du willst, aber er sagt, das ist ja so der Sound, mit dem wir groß geworden sind, so der Standard-C-Dur-Sound oder so, ne? Und um erstmal ein Gefühl für die Musik zu kriegen, wären das die Töne, an denen wir uns jetzt orientieren, auch um das Griffbrett natürlich zu lernen. Ja, und jetzt hast du schon gespielt. Und du hast schon gemerkt, rückwärts war da nicht ganz so einfach. Aber wenn man das noch ein paar Mal übt, kriegt man das schon ganz schön hin. Und das machst du jetzt bitte nochmal. Spiel mal drei, vier Mal für dich alleine. Mach ganz ruhig. Such dir das zusammen. Und wenn du dich verspielst, was ganz normal passiert. Also sag mal, du machst jetzt so rückwärts. Dann erschrecke nicht und fang nochmal von vorne an und sagst, warte mal, was habe ich denn falsch gemacht? Ach, ich war hier im 9. Bund. Das ist, eigentlich muss ich hierher. Muss ich einen daneben oder so. Dass du dir das auch wirklich sagst. Und wenn du es noch besser machen willst, dann versuchst du auch so ein bisschen die Töne mitzudenken, weil so lernst du auch gleich das Griffbrett, dass du sagst, okay, am Anfang ist ja einfach in die Richtung. Hier war mein C, dann kommt ja ganz Tonschritt das D, dann kommt das E. Ach ja, jetzt kommt ja der Halbtonschritt, ganz Tonschritt zum G, dann kommt das A, das B und jetzt wieder der Halbtonschritt. Und das Gleiche, dass du das bisschen langsam für dich rückwärts durchdenkst. Hier ist das C, hier ist das B, hier ist das A, hier ist das G. Weil, na klar, wenn du das jetzt ein paar Mal hoch und runter spielst, dann hast du das in Fingern und dann schaltet sich dein Gehirn aus und machst du es nach Gefühl oder so. Aber wenn wir das Griffbrett gut lernen wollen, dann wäre es auch gut zu wissen, wo sind die Töne und wie heißen die? Hier ist es F, hier ist es C, hier ist es A, hier ist es G, hier ist es C. Weil da wollen wir ja am Ende hin, dass wir auch, wenn es denn sein muss, bewusst die und die Note spielen können. Ne? Versuch mal, nur mal aus Spaß, die Töne mit aufzusagen. Dass du jetzt wirklich beim Hoch sagst die Töne mit und beim Rückwärts sagst die Töne mit. Das sind jetzt erstmal die erlaubten Töne. Wie gesagt, am Ende darf man machen, was man will, aber es geht nur erstmal um das so ein bisschen zu erschließen und zu lernen. Und ich habe da mal eine Serie an Backing-Tracks gemacht, die sich auch an diesem Buch anlehnen. In diesem Buch sind auch, da gab es keine CD damals dazu, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, Ende der 70er oder so.
Das ist als Noten notiert und dann habe ich das mal alles als Backing-Tracks erstellt vor ein paar Jahren. Wir hatten das ja auch schon mal mit den Stufenakkorden und den verschiedenen Sounds. Aber wir fangen mal mit dem ersten Akkord an. Der hat sozusagen zu jeder dieser Stufen, zum C-Dur, zum D-Moll, zum E-Moll, so diese Sound-Collage. Das hast du mal gehört, das nennt man modale Sounds oder so. Müssen wir jetzt noch gar nicht da einsteigen. Wir fangen einfach bei diesem ersten C-Dur-Sound ein. Und ich mache das jetzt mal so ein bisschen vor. Ich spiele mir mal jetzt diesen Backing-Track kurz so ein bisschen ein. Und jetzt einfach über diese Soundfläche, das ist jetzt kein Lied, keine Akkordfolge, keine richtige, aber kann man jetzt so ein bisschen den Sound dieser C-Dur-Tonleiter erforschen. Das könnte dann so klingen. Bisschen frei rumprobieren. Du kannst ja nichts falsch machen, außer du spielst eine schiefe Note, die nicht reinpasst oder so, ja, aber das merkst du ja dann. Und einmal, dass du ein Gefühl dafür kriegst, und das ist die Idee eigentlich, sagen, wir lernen nicht irgendwelche Fingersätze oder was, sondern wir wollen ja Musik machen, das ist ja unser großes Ziel. Und wir lassen uns in diesen Sound ein, ist noch kein komplizierte Jazz-Akkordfolge und ich muss auch keinen Blues-Sound erzeugen, keine irgendwas Bestimmtes spielen, sondern ich lasse mich darauf ein und erforsche den Klang und werde dann immer wagemutiger, weil ich mich immer besser auskenne. Ne? In dem Buch steht nämlich auch, dass auf diese Weise lernt jeder Schüler in seinem eigenen Tempo und kommt immer so weit voran, kann sich selbst das Schwierigkeitslevel so gestalten, wie er es gerade braucht. Und du hast das perfekt demonstriert. Das wäre jetzt ein super Video gewesen, wie du das gemacht hast. Weil als du angefangen hast, wo du die ersten paar Takte über den Backing-Track improvisiert hast, da hast du mit dem einen Finger hier gespielt und bist eigentlich nur hoch und runter gegangen. Wieder zurück, hast dich erstmal orientiert. Und dann wurdest du mutiger, bist immer mal hin und her gegangen. Und dann wieder nach ein paar Durchgängen hast du angefangen, weil du schon gesehen hast, ach, hier sind ja die nächsten Töne. Dann hast du plötzlich die anderen Finger mit. Hast du dann die anderen Finger mit eingebracht und dann hast du gemacht, dann hast du dich getraut, Sprünge zu machen, weil du schon die Tonleiter alleine erforscht hast, dich sicherer gefühlt hast und dann gesagt hast, oh, da weiß ich ja, wo der Ton ist. Und er sagt, genauso funktioniert das Lernen, weil du bleibst in dem Bereich, wo du dich auskennst, dann hast du Spaß, fühlst dich wohl und gehst immer ein Stückchen weiter, so wie du dir das zutraust. Und dann als letztes hast du ja angefangen, zu den Tönen zu bänden, weil du dann auch schon sicherer warst. Ne? Dann hast du einmal doch wieder den falschen, aber das Coole ist ja, du merkst das sofort, du machst das ja nicht, dass hier kein, du machst, hast das ja keinen Auftritt oder so und das war jetzt falsch, sondern du spielst. Und dann, hier bin ich mal, wie machen die Kinder, wenn die hier spielen, ich bin in die Lava getreten oder so. Ja? Hier war ich jetzt auf dem falschen Stein, okay, hat man sofort gehört. Du brauchst keinen Lehrer, der dir sagt, das war richtig oder falsch, sondern dein Gehör sagt, der hat nicht dazu gehört, bumm, und dann weißt du es auch sofort. Und irgendwann, wenn du das noch dreimal machst, dann merkst du dir das auch. Ach, das war ja immer der, wo der Punkt war. Ne? Das ist der Sinn dahinter. Und das war ein perfektes Anschauungsbeispiel. Und so sollte man da vorgehen. Man braucht halt ein bisschen Geduld dafür. Die meisten, deshalb nimmt man ja auch Unterricht, ist ja klar, die wollen was, mach mich schneller, besser oder so. Ja? Aber es gibt halt so eine Art Wachstumsprozess, der findet halt statt, indem man dabei ist. Aber weil du mir ja immer sagst, dass du gerne das selber experimentierst, genau deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist das eine coole Art, das für dich zu machen. Was ich dann immer noch mache, und das hast du quasi ja schon automatisch gemacht, ich gebe mir dann immer so kleine Aufgaben. Im Prinzip auch wie Kinder, wenn sie jetzt eine Treppe hochrennen, ich will immer zwei überspringen oder so. Das ist dann schon wie Sequenzen oder so. Ich sage dann auch, was ist, wenn ich zu jedem Slide mache? Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, über den Track zum Beispiel,
mich dann sicher fühle, sage ich, jetzt will ich aber mit dem Slide einen überspringen. Dann mache ich. Und alles aber in dem Tempo, nicht jetzt hier zum Metronom und klick, klick, klick. In irgendeiner vorgegebenen Geschwindigkeit, sondern ich lasse mir alle Zeit der Welt. Ne? So, und mache das in meinem Tempo. Und wenn man es da schafft, in so einen Zustand des, sagen wir mal, so halb meditativen, aber auch so ein bisschen spielerischen reinzukommen, dass man sagt, ich muss jetzt nichts Bestimmtes bis zu dem Zeitpunkt erreichen, sondern ich mache das einfach, dann wird man wirklich auch immer ein kleines Stückchen besser. Und das kannst du jetzt einfach mal dir probieren. Wir fangen mal damit an, das habe ich jetzt vorgegeben, das muss man nicht so üben, aber ich gebe mir dann so Aufgaben wie, ich mache mal ein Slide und überspringe einen Ton. Und dann gehe ich zu dem zurück und überspringe wieder einen. Einfach um das zu erforschen. Das kannst du jetzt mal erstmal ohne Backing Track, probier das mal. Okay, cool. Und jetzt hast du schon einen neuen Sound. Du musst das, wie gesagt, nicht üben. Ich will damit nicht sagen, du musst jetzt diese Übung machen, aber so mache ich das dann. Ich denke mir, was kann ich denn da machen? Wie kann ich denn dorthin gehen oder so? Einfach rumexperimentieren. Du kommst wahrscheinlich von selber drauf, aber ich will dir einfach so ein bisschen was mitgeben, dass du weißt, ah, hier kann man kreativ sein. Anderes Beispiel. Ich mache einen Hammer-On zum nächsten Ton und dann rutsche ich zu dem. Und dann mache ich es mit dem nächsten Ton. Muss jetzt nicht so schnell machen, aber ah, cool. Hammer-On, Pull-Off und dann rutsche ich. Und so improvisieren auch ganz viele auf einer Seite. Das kennst du vielleicht so, wenn die machen so. So kann man dann auch viele Töne so unterbringen. Das hat so diesen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich will es nicht indisch nennen, weil es ist nicht indisch, aber es hat so diesen, mal kurze Töne, mal schnelle. Joe Satriani spielt zum Beispiel viel so längs des Griffbretts und so, viele andere auch. Aber so kann man sich das ein bisschen erschließen nach und nach. Und da wirst du auch merken, das ist viel einfacher, als wenn man hier irgendwie versucht, die Fingersätze zurechtzubiegen. Ne? Oh, wo muss ich jetzt hin? Wo ist der nächste Fingersatz? Weil so bist immer da, wo du dich auskennst. Ne? Ja, klar, wenn du die Fingersätze kennst, kennst du dich auch da aus. Aber probier mal, nur aus Spaß, so ein bisschen Hammer on, pull off, auch und dann den Slide. So in der Zeit, wie du es schaffst. Vielleicht, wir probieren das mal aus Spaß. Mach mal jetzt den Backing Track an. Einfach nur, du hast so viel Zeit, wie du willst. Und wenn du für den Hammer on einen ganzen Takt oder länger brauchst, weil du sollst es in deinem Tempo machen. Einfach in Ruhe ein bisschen auschecken. Und zwar, das ist das, was ich vorhin meinte, mit wir haben ja die verschiedenen Akkorde die, oder Sounds, die es in Dur gibt, wo man auch die ganzen Akkorde schon zusammengebastelt hatten, ne? Wenn dich erinnerst. Was ist, wenn ich beim D anfange und die Akkorde aufbaue, welche Intervalle passen dazu? Und wir machen das jetzt vom A. Das wäre dann einfach das A-Moll, Paralleltonart. Ne? Irgendwie sowas. Und dann das gleiche Spiel. Es sind ja dieselben Töne, aber jetzt ändert sich die Relation. Das C ist jetzt nicht mehr der Grundton, sondern in dem Fall vom A-Moll ist die Terz. Das muss man nicht wissen erstmal, aber pass auf, ich mache das nochmal vor. Das C ist jetzt halt nicht mehr zu Hause. Das A ist jetzt Ruhe. Aber das macht nichts. Das Coole ist, du hast die Töne ja schon zusammen und kannst dich jetzt auf diesen Sound einlassen. Und das ist auch sein Ding, wie er diese Modes lehrt oder so. Dass er sagt, es sind ja immer dieselben Töne, aber wir machen das über diese verschiedenen Akkord-Sounds und lernen dadurch, diese Tonleiter immer mit anderen Klängen zu verknüpfen. Ne? Ein Problem, oder was heißt Problem, eine Sache aus dem Buch ist auch, dass der Mick Goodrick so ein bisschen philosophisch, fast schon spirituell angehaucht ist. Und da steht nämlich auch die Frage schon drin, ihr fragt mich jetzt bestimmt, wie lange muss ich sowas üben? Sagt, das weiß ich nicht, das kannst nur du wissen. Man kann ja nicht sagen, wie oft und ab wann das fertig ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wann er die nächste Stufe geht und so. Ne? Und das würde ich dir auch sagen, das ist nichts, was man fertig macht oder so. Das ist halt der Vorteil, ah, ich habe den Fingersatz gelernt, ich kann den. Oder ich habe jetzt die und die Übung gemacht, da weiß man, wann man fertig ist. Aber das ist, er hat gesagt, diese auf einer Seite zu spielen, ja,
da das die meisten Gitarristen sowieso viel weniger machen als das horizontale Spiel, oder nee, was ist das? Das vertikale Spiel. Da es die meisten viel häufiger diese Fingersätze spielen, lohnt es sich sowieso, egal auf welchem Level du bist, in die Richtung mehr zu üben. Und da jeder auf seinem Level das machen kann, ja, jemand, der viel mehr kann, der kann natürlich dann auch irgendwie da irgendwelche Dinger üben und spielen, der kann das genauso nutzen wie jemand, der halt gerade anfängt und einen Ton nacheinander spielt. So, und deshalb kannst nur du entscheiden, wie lange du es nötig hast, dort zu bleiben. Aber zum Rumexperimentieren war das ja schon mal ganz gut. Jetzt lass uns das mal, einfach um das nochmal auf eine andere Weise zu erfahren, jetzt lass uns das mal zum Beispiel auf die tiefe A-Seite übertragen. Jetzt haben wir es hier auf der B-Seite, das war ganz easy zu sehen. Jetzt machen wir das einfach mal auf der A-Seite, weil das ergibt auch ein anderes Spielgefühl, es gibt einen anderen Sound. Jetzt haben wir hier die dicke Seite und so. Und das gibt auch andere Ideen. Was macht einen Unterschied? Er sagt, du sollst das auf jeder Seite dann natürlich irgendwann lernen. Und es macht einen Unterschied, ob du hier unten ob du hier unten zu dem Backing Track spielst. Da spielst du halt anders, als wenn du auf der höchsten Seite. Ob du da spielst, das ist einfach, weil der Sound unterschiedlich ist und die Spielweise, kommen wir da auf andere Ideen. Und manchmal denkt man auch, das passt doch gar nicht zu dem Backing-Track, weil es dann so tief ist. Und dann muss man halt irgendwie auf eine andere Art dazu mitspielen. Und das wollen wir jetzt mal einfach ausprobieren, indem wir jetzt mal die C-Dur-Tonleiter oder die Töne, die zur C-Dur-Tonleiter gehören, auf der A-Seite suchst. Du kannst, wenn du willst, auch den ganzen Hals benutzen. Du musst nicht am 12. Bund aufhören, also so wie du denkst. Es lohnt sich vielleicht sogar, da hast du mehr Optionen, wenn du den ganzen Hals, aber auch wieder, wenn du erstmal gesagt hast, das ist mir erstmal genug, bleibst du hier und irgendwann erforschst du einfach immer Ton für Ton weiter den Hals nach oben. Also gibt hier keinen Muss, den Hals komplett zu benutzen. So, und dann machen wir nochmal den ersten Backing-Track an und spiel das mal zu dem C-Dur. Und jetzt wirst du nämlich merken, jetzt ist ja jeder Ton wieder woanders, ob das C, D oder E ist. Und jetzt musst du wieder hinhören, passt der zu dem Backing-Track, gehört er dazu? Vorher wusstest du, wenn ich hier anfange bei C, das klingt gut, jetzt kann es sein, dass halt der Ton nicht mehr zu dem Backing-Track passt oder so, ne? So schön. Nur, musst du nicht machen, aber als Hinweis, was du selten machst, ist denselben Ton öfter spielen. Also zum Beispiel. Das nicht so machen, aber nur mal als Idee. Man hat nämlich immer den Drang, oh, jetzt spiele ich noch eine Note und gehe ich vor und zurück und so. Aber manchmal kann man auch einfach. Einfach den Ton mehrmals spielen, ne? Oder zwei öfter wieder. So, dass man die auch mal mehrmals spielt. Lass uns mal noch durch die anderen Sounds durchgehen. Wir haben ja jetzt das C-Dur sozusagen. Das nennt sich fachsprachlich ionisch, das ist das Hauptwort dafür, dass wirklich diese, wie wir sie gelernt haben, C-Dur-Tonleiter ist. Aber Dur heißt ja eigentlich nur, es sind diese zwei Kategorien, hell und dunkel, wenn man so will. Ja, es sind so zwei Schubladen. Und du weißt ja auch schon, dass in der C-Dur-Tonleiter gibt es drei Dur-Akkorde. Gibt es das C-Dur, das F-Dur und das G-Dur. Und jeder dieser Akkorde, wenn du die für sich alleine nimmst, als Grundton, verändert ja die Relation der einzelnen Töne, der C-Dur-Tonleiter, was Grundton ist, was Terz ist und so weiter. Ne? Und wenn nur dieser eine Akkord kommt oder die anderen Töne, entsteht wieder ein neuer Sound. So wie das ja bei Moll auch ist. Ich bin so traurig. Das ist ein ganz anderer Sound, obwohl es auch Töne aus der C-Dur-Tonleiter sind. Oder wenn ich den hier mache. Und in der meisten Musik, die wir hören, man nennt das modale Musik, was wir hören, ist keine modale Musik. Wir hören Musik, da sind Akkordwechsel. Die sind meistens entweder in C-Dur oder A-Moll, C-Dur. Oder halt A-Moll. So, aber darum gibt es auch diese zwei Schubladen, weil wir sowieso meist so grob denken. Aber es gibt auch Musik, die ist modal, nennt sich das.
Das heißt, da bleibt dieser Grundton von so einem anderen Sound die ganze Zeit schwebend da. Ne? Da gibt es auch Akkordfolgen, aber weniger. Meistens beschränkt sich das dann auf wenige Akkorde. Und wenn man jetzt auf dem F liegen bleibt, ich spiele jetzt ein paar mehr Töne, aber dann kommt ungefähr so ein Sound hier raus. Wenn ich jetzt die C-Dur-Tonleiter darüber spiele, anderes Feeling. Pink Floyd hat gesagt, ja, so, das hat was, manche nennen das triumphierend, majestätisch oder so, kommt natürlich drauf an, was ich jetzt für Musik spiele, wie schnell das ist oder so, aber es hat einen anderen Klang als dieses. So dieses dumpfe, fröhliche sozusagen, sondern dieses. Wenn ich jetzt, ich kann das auch mit dem gleichen Sound machen. Anderes Feeling, es ist eine leicht andere Farbe. Es hat trotzdem dieses Fröhliche, aber es hat noch diese eine Note, die das Ganze so erhebt. Das nennt sich übrigens lydisch. Du musst die Wörter nicht alle lernen oder so, aber die kommen in der Musik ständig vor. Das ist so was, womit Filmkomponisten auch arbeiten. Die nehmen diese Sounds, die sagen nicht einfach Dur oder Moll. Ich glaube, E.T. ist zum Beispiel in lydisch. Und was auf jeden Fall in lydisch ist, ist Maria. I've just met a girl named Maria and suddenly I found. So ein berühmtes Beispiel, das ist aus West Side Story, Maria. Von den Noten her sind das die Töne von C-Dur, aber jetzt bleibt quasi das F im Bass liegen und dadurch ist natürlich das C. Ich mach das mal so. Jetzt ist das F der Grundton. Also sind, wenn du es jetzt auf dem Klavier spielst, sind es nur die weißen Tasten. Aber dein Gehör sagt jetzt, das hier ist der Grundton. Und dadurch ändern sich die Spannungsverhältnisse. Das ist genau das, was wir jetzt versuchen, ins Gefühl zu kriegen. Wir müssen das noch nicht theoretisch hundertprozentig durchdringen. Da müssten wir jetzt vergleichen, wie sieht F-Dur aus und wie sieht, das kannst du ja theoretisch schon machen, wir hatten ja schon, wie man eine Durtonleiter bildet. Wenn du vergleichst F-Dur mit F-Lydisch, was die Töne von C-Dur sind, dann wirst du feststellen, in F-Dur gibt es eine Note, das B-Flat. F-Dur geht eigentlich so. Und wenn du F-Lydisch, was die Töne von C-Dur sind, aber so soll man nicht denken, F-Lydisch hat einen anderen Sound, ist dann. Hat ein anderes Feeling. Diese eine Note, die verändert einfach den kompletten Geschmack. Technisch sind es die Noten von C-Dur und da gibt es auch viele, die sagen, es ist einfach nur C-Dur. Aber vom Hören her merkst du das sofort, wenn du ein bisschen geschultes Ohr hast, ob es das eine oder das andere ist. Weil hat es dieses majestätische, hochtrabende Feeling? Es ist eine andere Farbe. Es ist wie zwei unterschiedliche Blau oder so. Ja? Du kannst ein helles, ein dunkles, ein ganz dunkles Blau, Marineblau, was weiß ich. Kann man sagen, es ist alles nur Blau. Ja, es stimmt, aber wenn ich was Bestimmtes darstellen will, bei manchen eignet sich ein dunkleres Blau und bei manchen eignet sich ein hellblau vielleicht. Ja? Genau um diese Farbunterschiede lernen zu hören, dazu gibt es diese Backing-Tracks, obwohl du spielst ja immer dieselben Töne. Aber der Sound ist jedes Mal ein anderer, weil immer ein anderer Grundton ist. Jetzt ist F der Grundton und die Backing-Tracks sind auch bloß aus den Tönen von C-Dur gebaut. Und das ist ja das Kuriose, dass du mit denselben Baumaterialien, es sind eigentlich nur 7 Töne, kannst du 7 unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Es sind dieselben Akkorde, aber je nachdem, wie du die zusammenbastelst, entsteht eine andere Stimmung. Es kommt auf die Reihenfolge an und wie viel Anteil von welchem Akkord enthalten ist. Das ist, wenn man das noch nicht kennt, klingt das so unlogisch. Hey, es sind doch immer dieselben Töne oder so. Aber es ist ja oft so, die Reihenfolge, ich habe jetzt keine Ahnung von Chemie, sonst könnte ich jetzt ein super Beispiel aus der Chemie bringen. Also ich könnte mir vorstellen, in der Chemie gibt es Beispiele, wo, wenn man die Chemikalien in der falschen Reihenfolge zusammenschüttet,
kommt eine andere chemische Reaktion raus, weil vorher schon eine andere chemische Reaktion entsteht. So ungefähr kannst du dir das vorstellen, je nachdem, wie ich die Anteile mache, entsteht ein anderer Geschmack. Ich könnte auch sagen, es ist wie beim Backen, ja? Wenn überall ist eigentlich Salz und Zucker drin, aber wie viel davon drin ist, entscheidet natürlich letztendlich, ist es ein Salzgebäck, wie Chips oder so, schmeckt das was salzig oder ist es ein lustiger Kuchen, der mehr nach Zucker schmeckt, ne? Süß halt. So, und so die Anteile und wie das präsentiert wird, das entscheidet eigentlich über das Gefühl, was da entsteht. Und das wollen wir hiermit kennenlernen, dass du einfach weißt, okay, ich habe zwar immer die gleichen Töne, aber ich kann damit unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Du kennst diese Sounds eigentlich, weil die halt wirklich in der Filmmusik sehr viel verwendet werden. Wie gesagt, ich glaube, E.T., die Titelmelodie, die haben wir jetzt nicht mehr im Ohr, Film so lange her, aber da kommt solche. Dieser Sound, den du gerade gehört hast, dieses Schwebende, kommt zum Beispiel ganz oft in Filmen. Meine Freundin ist schon immer genervt, weil ich sage immer, guck mal, da ist wieder das oder so, wenn in Filmen irgendwo oder in Serien was kommt. Und dieses Lydische kommt ganz oft in Filmen, wenn Leute sich gerade verlieben und dann küssen, Jack, ich liebe dich. Wir bleiben für immer zusammen. Oh. Ja, Mary, wir werden für immer. Da kommt immer dieser Sound, dieses Lüde, weil das so das mehr ist als reines Dur, weil das noch über dem noch heller ist sozusagen. Ne? So, man kann dann mit der Zeit ein Ohr dafür entwickeln, für diese Klänge. Aber es zeigt dir schon mal, dass in dieser Durtonleiter steckt mehr als halt dieser eine Sound, den du schon im Ohr hast. Ne? Den haben wir natürlich am besten im Ohr, den C-Dur-Sound, weil wir den ja als Kinder gelernt haben, alle meine Entchen, da lernen wir ja die C-Dur-Tonleiter und das ist unser Sound. Und dann ist die meiste Volksmusik und Schlagermusik ist halt in diesen Klängen. Und weil du vorhin gleich Pink Floyd gesagt hast, genau, solche Bands haben dann auch angefangen, bewusst oder unbewusst, andere Sounds mit reinzubringen. Und das gibt es im Jazz, gibt es Leute, die darauf sich explizit gestürzt haben, solche Sounds zu erforschen. Gibt es aber auch in der Rockmusik. Ja. Joe Satriani zum Beispiel, der hat mich viel geprägt, war der Gitarrenlehrer von Kirk Hammett, von Metallica und von vielen anderen. Der hat einen Song Flying in the Blue Dream, der ist zum Beispiel, da kommt dieses Lydische. Einfach nur F die ganze Zeit. Da kommt so, der hat einen Song geschrieben, Flying in a Blue Dream, weil das war für ihn dieser Sound, das ist das Fliegende, Schwebende. Ne? Und viele andere dann auch. Und wie gesagt, in der Filmmusik ist es gang und gäbe, weil das eine bestimmte Stimmung erzeugt. Du würdest ja nicht jetzt als Beispiel, oh, ich habe mich verliebt in dich, den Moll-Sound machen, den passt nicht. Aber der reine Dur-Sound, ich liebe dich, ist auch okay, aber noch geiler ist, mein Herz öffnet sich. Diesen lydischen Sound halt, ne? Ich habe F-Dur gespielt. Und um den lydischen Sound hervorzuholen, brauchst du halt noch das B, das H. Aber der löst sich dann meistens so auf. Der kommt dann, in den meisten Fällen kommt er in der Melodie so und dann wird er wieder aufgelöst, deshalb auch. Er wird als Spannungsnote und dann aufgelöst und so. Und damit ich dir das in einem Rutsch zeigen kann, hau ich den in den Akkord gleich mit rein, dass du das im Zusammenhang hörst oder so. Ja? Wenn du jetzt für ein Orchester schreibst, der Bassist spielt nicht lydisch, der Bassist spielt ein F ganz normal oder F-Dur. Und vielleicht spielt die Gitarre drunter einfach wirklich ein F-Dur. Bis jetzt ist noch nichts lydisch, aber wenn jetzt die Melodie kommt, jetzt hast du das, diesen Eindruck, dass das schwebt, dass das mehr ist. Und wenn ich das in reinem Dur spielen würde, wäre das. Klingt gar nicht mehr. Jetzt hast du eher. Jetzt habe ich wirklich F-Dur gespielt. Das ist ein anderer Klang als.
Haar kommt, hast du dieses, oh, das ist eigentlich das ist die Zaubernote sozusagen, ne? Die das unterscheidet. Aber du sollst das noch gar nicht alles, musst du nicht, theoretisch analysieren, du kannst dir das angucken oder so, aber eigentlich geht es darum, ich habe hier immer meine selben Töne, aber der Hintergrund, die Hintergrundfarbe ändert sich, zu dem ich dazu spiele und all diese Klänge kommen raus. Und eine Farbe gucken wir uns jetzt noch gemeinsam an, und das ist nämlich, wenn G der Grundton ist, das G-Dur, und ich trotzdem meine C-Dur-Tonleiter spiele, das Ding nennt sich mixolydisch, und das kennen wir eigentlich auch, weil wenn wir Blues hören, wir kennen zwar unseren Moll-Pentatonic-Sound, aber ganz oft wird dort auch mixolydisch gespielt. Pass auf. Also oft diesen, das ist auch so ein, im Country wird das viel benutzt, nicht klar? Wenn ich das jetzt mit der Dur-Tonleiter mache, viel zu fröhlich, aber so, deshalb, der Sound ist Rockmusikhörern auch bekannt, ohne dass sie es wissen, aber der klingt jetzt nicht fremd, wie als hätte man das noch nie damit gearbeitet oder so. Und wenn ich das jetzt über den einen Akkord einfach mache, könnte ich zum Beispiel sowas hier spielen. Jetzt spiele ich auch mit diesen Tönen hier. Das hat dieses Dur, das ist auch eine Dur-Form, aber das ist jetzt mixolydisch, die hat ein bisschen so einen erdigen, dreckigen, coolen Charakter. Mag ich viel mehr als das reine Dur, weil das reine Dur ist immer so. Das strahlt sehr, aber. Ja, yeah, das ist der unterschiedliche Ton da. Das ist, yeah, das ist cool. Das ist ein Ton, unterschiedlich. In dem Fall jetzt. Zu, wenn du jetzt reines G-Dur hättest und G-Mixolydisch, ist ein einzelner Ton Unterschied. Der siebte. Aber der macht dann die Farbe aus. Wenn du den jetzt weglässt, dann hört man den Unterschied nicht. Und witzigerweise, ein Gitarrist wie Carl Verheyen, der spielt eine Tonleiter, der spielt die Dur-Tonleiter und lässt die siebte Stufe weg. Der hat ganz viele Licks damit, auch, der hat auch ein Buch zum Beispiel und eine DVD und sagt, das macht er in so Rocksongs, wo es so ambivalent ist. Wo nicht klar ist, ist der Sound oder der. Er sagt, da spiele ich halt diesen, ich lasse einfach den einen Ton weg. Ich spiele Tonleitern, wo dann halt keine Septime drin ist. Lass die einfach aus, weil dann entscheidet sich das von alleine. Das muss man natürlich üben, dann das wegzulassen, das Richtige. Pass auf, wir machen Folgendes. Du guckst dir mal die Playlist an auf meinem Kanal. Da sind noch die anderen Sounds mit drauf. Die anderen Backing-Tracks sind ja 7 an der Zahl. 3 Moll, 3 Dur und ein Special, lockerisch, das auf dem B, das klingt ganz schief und so. Spiel einfach mal. Mach dir da keine Gedanken, bewerte das nicht. Wenn dir welche nicht gefallen, lässt du die weg. Aber man kann auch sich ein bisschen reinhören, ein bisschen erforschen. In deinem eigenen Tempo. Du kannst auch alle anderen Saiten nach und nach dazu nehmen. Noch nicht mischen die Saiten. Und der Mick Goodrick selber schlägt vor, entweder bleibst du auf einer Saite, zum Beispiel auf der B-Saite, und machst alle Sounds durch auf derselben Saite. So, die gehen, glaube ich, immer 3 Minuten oder so. Irgendwie habe ich die Backing-Tracks so gemacht, ne? Und sagst, du gehst auf einer Seite alle 7 Backing-Tracks durch, um die Sounds mit denselben Dingern. Oder du sagst, dieser Sound gefällt mir besonders gut, lydisch, mixolydisch, was auch immer, und übst das auf allen 6 Seiten. Das sind die 2 Varianten. Also, er schlägt noch eine andere Variante vor, nämlich, dass du alle Varianten, die es gibt, auf dem Zettel schreibst und dann ziehst du da
je nachdem, was dann rauskommt, ich übe lockerisch auf der G-Seite oder so, ne? Aber das für die ganz Fleißigen, aber ich finde das eigentlich cool, entweder auf einer Seite alle Sounds oder halt einen Sound beibehalten und die verschiedenen Seiten erforschen. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!